Eine Woche lang war der Brucker Hauptplatz an einen Sandstrand verlegt. In der Sandkiste war bei herrlichem Sommerwetter wieder viel los. Während beim Boccia 64 Teams um den Sieg kämpften, waren es beim Volleyball 28 Teams. Ob beim Volleyball, beim Fußball oder beim Handball, der Einsatz der Teams war vorbildlich und man sah tolle Spiele. So konnte man auch von Seiten der Veranstalter zufrieden sein. Die vergangenen Jahre haben immer gezeigt, der A-Cup hat einiges gebracht. Jetzt hat man gesagt, den B-Cup. Schaut man aber die Spiele an, zumindest für mich als Laie, nicht viel Unterschied. Das sind eigentlich die gleichen Spieler, außer einige Ausländerinnen, die halt nicht kommen. Die glauben, sie müssen irgendwo Geld verdienen. Die sind halt nach Lienz gefahren, aber das ist ein A-Cup gewesen mit 12 Teilnehmern. Oder wir haben immerhin 22 Teilnehmer, ursprünglich 24, aber zwei waren verletzungsbedingt dann nicht hier. Aber es ist das Feld das Gleiche. Die Conny Rimsa ist wieder da, die hier schon dreimal gewonnen hat. Und wir sind zufrieden. Also ich glaube, das Publikum ist auch zufrieden und wir haben uns etwas erspart. Der Höhepunkt vom Beach an der Mur war sicher der Volleyball-B-Cup der Damen. Hier holte die Bruckerin Lisa Konrad mit Partnerin Gabriele Bemmer Platz 3. Auch von Seiten der Stadt Bruck an der Mur zeigte man sich zufrieden mit der sportlichen Woche am Hauptplatz. Es ist unglaublich, was sich diese Woche wieder abgespielt hat. Es ist einer der großen Sportveranstaltungen. Und wenn diese große Sportveranstaltung heuer unter dem Titel auch 750 Jahre Stadt Bruck als Sportveranstaltung stattfindet, ist es schon etwas Tolles. Es hat alles gegeben, was man sich auf Beach, auf Strand vorstellen kann. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin vor allem auf die Jugend stolz, weil wir haben am Vormittag von Dienstag bis am Freitag für die Jugend Schulbewerbe durchgeführt und am Nachmittag war die Bevölkerung in Bruck, um Bruck hier eingeladen und von den jüngeren 15-, 16-Jährigen, die schon mitgespielt haben in der Erwachsenenklasse, bis zu den 70-Jährigen, die bei Boccia mitgespielt haben, es war alles vertreten und es war eine so tolle Stimmung und es war wirklich super. Das Finale im Volleyball-B-Cup der Damen war dann eine spannende Geschichte. Den ersten Satz konnten Daniela Fankhauser und Susanne Kreuzriegler für sich entscheiden. Im zweiten Satz dann ein langes Hin und Her, doch Cornelia Rimser und Sabine Swoboda, mit 38 Jahren übrigens die Seniorin im Bewerb, sicherten sich nach Kampf Satz 2. Schöne Aussichten für die Besucher und Spannung für den entscheidenden dritten Satz. Und der ging klar an Sabine Swoboda und Cornelia Rimser, die in Anbetracht der oftmaligen Teilnahme am Brucker Turnier nicht mehr genau wusste, wie oft sie bereits als Siegerin vom Platz ging. Ja, man hat mich schon gefragt, wie oft ich jetzt gewonnen habe. Ich weiß es leider nicht, aber ich glaube, es ist das dritte Mal. Aber es ist jedes Mal wieder super schön, weil die Kulisse ist perfekt. Und ja, mit der Sabine war ich auch noch nie da. Also es war super, dass wir halt gewonnen haben. Was sich viele fragen, wie kann man mit 38 Jahren noch so Beachvolleyball spielen? Mit dieser Fitness, mit diesem Auge und vor allem mit dieser Kondition auch? Naja, es ist viel Erfahrung, sage ich einmal. Ja, fit halten tue ich mich auch ein bisschen. Also es geht ganz gut noch, wie man sieht. Die Verlierer dieses Finales 2013 gaben sich fair und suchten keine Ausreden. Die Überlegenheit des Gegners im dritten Satz wurde einfach anerkannt. Sie haben dann mit dem Service mehr Druck gemacht, wir haben dann Probleme in der Annahme gekriegt. Dann haben wir das Sideout nicht mehr so gespielt, wie wir uns das vorgenommen gehabt haben. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, im dritten Satz hat es da ein bisschen an der Kondition schon gemangelt auch, oder waren die doch so stark, dass die Kondition hier keine Rolle gespielt hat? Nein, ich glaube, Kondition war nicht das Problem. Sie haben einfach stärker serviert wie wir, haben mehr Druck gemacht, wir haben den Druck nicht mehr zustande gebracht und das war es im Endeffekt. Gesamt gesehen wieder eine tolle Veranstaltung, die nach einer Neuauflage im Jahr 2014 förmlich schreit. UVC Bruck, SC Bruck und das Team der Stadt Bruck an der Mur können als Veranstalter sehr zufrieden sein.